Portionen wählen, können Sie das, wie Sie das möchten. Wir brauchen heute drei verschiedene Größen, weil wir den Lachs halt in drei verschiedenen Zubereitungsarten anrichten werden. Kleinere Stücken werden wir benutzen zum Konfieren. Ein größeres Stück brauchen wir zum Braten im Ofen. Dann nehmen wir uns noch ein schönes Mittelstück zum Braten in der Pfanne mit einer Honig-Sesam-Kruste. Und zwar wird der erste Lachs so aussehen, dass wir den braten und anschließend den Honig wälzen eine Seite und den Sesam vollenden. Dazu nehme ich mir jetzt das erste Lachsstück, was als eine ganze Portion vollkommen so ausreichen sollte. Dadurch, dass wir drei Variationen machen, werde ich mir davon ein Drittel ungefähr abnehmen. Dieses Drittel werde ich mir ein bisschen salzen und natürlich etwas Zitrone zugeben. Und dann im Mehl wälzen. Und abklopfen, dass wir nicht so viel Mehl haben, damit wir keine richtige Mehlkruste haben, sondern einfach nur, dass es verhindert, dass der Fleischsaft austritt und eine schöne Farbe bekommt. Das legen wir jetzt so, wie es ist, in die Pfanne. Dort habe ich schon vorbereitet etwas Öl und etwas Butter. Und dort werden wir es dann von allen Seiten schön goldbraun braten. Und natürlich versuchen, dass es in der Mitte schön glasig wird. Das kriegen wir am besten raus, wenn wir immer so ein bisschen anfassen und immer in der Mitte ein leichter Widerstand erhalten ist, dann sind wir auf der richtigen Spur. So. Jetzt noch die letzte Seite. Auch ungefähr noch mal so eine Minute. Und dann haben wir es schon geschafft. So, nachdem der Lachs von allen Seiten angebraten ist, holen wir uns dann raus, lassen ihn abtropfen. Gehen rüber zum Honig. Den Honig habe ich verfeinert mit ein bisschen Dill und werde den Lachs von einer Seite reinlegen und danach ins geröstete Sesam legen, so dass wir ein schönes Stück haben. Warum nur eine Seite? Eine Seite deswegen, damit der Lachsgeschmack nicht vollkommen verloren geht. Der Honig ist sehr stark, sehr kräftig, genauso wie der Sesam. Deswegen machen wir bloß eine Seite, damit man trotzdem das Aroma hat vom Sesam und vom Honig. So hat man alles schön beisammen. Beim gebratenen Lachs mit Honig und Sesam gibt es noch eine kleine Methode, die Sie gerne machen können. Und zwar nehmen Sie vielleicht einfach einen Schluss Grand Marnier in den Honig rein und rühren es einfach kurz um. Somit wird der Honig ein bisschen verdünnt. Wir kriegen noch ein Aroma in den Honig. Und ein bisschen Alkohol ist auch im Spiel. Das fördert ja auch den Geschmack, nicht wahr? Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de